Hey, ihr müsst uns helfen. Das hier oder das hier? Kommt drauf an, wofür? Ja, für deine Vereidigung. Ja, bitte sag ihm, dass er einen Frack anziehen soll. Ach, du drehst doch total am Rad. Olli meint, ich müsste auch noch zum Friseur. Ja, findet ihr nicht? Guckt euch das doch mal an. Was habt ihr denn für Sorgen, Leute? Naja, also Olli hat schon recht. Also, ihr müsst schon ein bisschen formeller gekleidet sein. Ja, ich muss ja schließlich auch diese komische Uniform tragen. Ja. Na gut, aber das nächste Mal seid ihr auf meiner Seite. Ich bin schließlich der Patenonkel eures Kindes. Was? Ach, Gregor und Luise warten unten bestimmt schon. Wollt ihr nicht auch noch mit runter euch verabschieden? Ja, ja, wir kommen gleich. Jetzt komm. Mach's zumindest Nathalie zuliebe. Wieso? Ist was mit Nathalie? Hier. Was ist das denn? Abschiedsgrüße von all den Leuten hier, die euch sehr vermissen werden. Das ist großartig. Damit ihr uns nicht vergesst. Das hätten wir auch sonst nicht. Trotzdem, danke. Da seid ihr ja endlich. Paps hat mir schon erzählt, dass wir endlich David haben. Wollte nur sagen, dass er sich sehr freut, dass wir in eurer Wohnung unterkommen dürfen. Ach so, ja. Ohne die kommt ihr da ja nicht rein. Danke. Wir müssten jetzt eigentlich auch los. Ja, die Zeit drängt ein bisschen. Ihr wisst, ich bin kein großer Redner. Deswegen, tschüss. Oh, kurz und bündig, warum nicht? Was mein Mann vergessen hat zu sagen, ist, dass wir sind euch sehr dankbar, dass ihr in den letzten Monaten so zu uns gestanden habt. Weil ohne euch hätten wir die schlimmsten Zeiten nicht überstanden. Liegt dir sonst noch was auf dem Herzen? Ja. Meine Zeit in Düsseldorf, die war ziemlich intensiv. Eins weiß ich sicher, ich werde das alles sehr vermissen. Das No Limits, die Partys. Am meisten aber euch, weil ihr seid Freunde, wie ich sie niemals hatte. Und auf euch. Auf euch. Und jetzt die Fotos. Fotos. Ach so, ja, stimmt. Ja. Alle mal zusammenrücken für Fotos. Ja, du kannst auch kurieren. Ja. Los. Hey. Ja, wer noch ein bisschen rankommt? Ja? Oh, jetzt aber. Wow. Hey. Danke. Ich mach noch einen Kopf. Ja, warte. Nein, stopp, ich muss neben meinem Bruder nehmen. Nein. Ja. Schön was. Das ist unser Stichwort. Genau, dann rollt schon mal den roten Teppich für uns aus, würde ich sagen. Ja. Das machen wir. Und Josephine wartet. Kommt wieder, wann immer ihr Sehnsucht danach habt. Das machen wir.